jetzt in Muscat angekommen. Nach der ganzen Grenzübergang-Geschichte, die so ewig lang gedauert hat. Ich glaube, wir waren bestimmt... Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Ich will sagen 3, 6, 9 Stunden. Mit Sicherheit. Ungefähr neun Stunden. Das Ganze gedauert. Also ja, es war auf jeden Fall ein kleines Abenteuer. Jetzt gehen wir Muscat erkunden. Sind ein bisschen spät aufgestanden. Das müssen wir uns auch irgendwie abgewöhnen, dass wir immer so spät aufstehen. Aber ja, genau, das machen wir jetzt heute. Erstmal suchen wir Breakfast. Ich bin nämlich richtig hungrig. Wir gehen jetzt hier. Wir dachten, da ist unser Frühstück. Aber das Internet ist nicht so up to date mit dem, was jetzt hier wirklich passiert. Und das kleine Café ist jetzt weg. Also, Key Learning, den Internet im Oman kann man nicht vertrauen. Jetzt sind wir weiterhin auf der Suche. Okay, also unser Frühstück wurde, aus unserem wunderschönen Frühstück, wurde jetzt erstmal gar nichts. Und wir haben uns einfach im Supermarkt Sachen gekauft. Und jetzt warten wir vergebens auf ein Taxi. Es passiert einfach mal gar nichts. Also. Keine Ahnung. Also schon kein einfaches Reisen in Moskau. Auf den letzten Stretch unserer Muscat. Ups! Oh, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Also das Wetter ist hier. Sorry, der Wind ist hier gerade so krass. Auf jeden Fall sind wir hier am Last Stretch und gehen jetzt gerade so eine Burg, so eine Straße hoch zu einer Burg. Und von da oben wollen wir uns halt die Aussicht mal anschauen. Und dann war es das schon. Dann ist ein Tag Muscat mehr oder weniger schon fast vorbei. Vor allem dadurch, wenn man bis 11 Uhr schläft. Aber to be fair, ne? Wir sind ja erst gestern angekommen, also von daher gestern Nacht und Mitternacht. Von daher mussten wir auch mal ausschlafen. Ist ja auch okay. Ist ja alles in Ordnung. Weiß, wir steigen die Treppen. Also sind jetzt nicht so viele, aber die Sonne hier ist nicht zu unterschätzen. Es ist wirklich, wirklich warm. Na gut, das tut mir nicht alles, um fit zu bleiben. Sind wir jetzt hier an der Grand Mosque und haben es ein bisschen verkackt, weil die Grand Mosque für Touristen nur von 8 bis 11 auf hat. Und wir haben uns jetzt, es ist jetzt kurz nach 5, ne? Wir haben uns jetzt hier verkrochen oder sind erst jetzt irgendwie hier hingekommen mit der Annahme, dass es offen ist. Dabei ist es gar nicht offen. Ist jetzt nicht so tragisch, aber ist etwas, was ihr euch merken solltet für die Zukunft,
kommt nur zwischen 8 Uhr morgens und 11 hin. Außer ihr seid Muslime oder ja, Muslime, dann könnt ihr natürlich anytime kommen. Aber für mich ist es jetzt, der Zug ist abgefahren, aber ist nicht so schlimm. Ist halt nur ein gutes Key Learning for the future, ne? Also seid ihr schlauer als wir. Wir zwei Trottel. Also wirklich, wir sind ein bisschen planlos, ein bisschen sehr planlos, aber naja, was soll's, wird schon. So sieht auf jeden Fall die Grand Moskau aus. Very great.